Ja, wir wollen jetzt einmal schauen, ob ihr schwere Begriffe findet hier im Umkreis. Hast du schon Traumzeit abgeschrieben? Nee. My extra. Fremdwörter, Fachbegriffe, komplizierte Sätze. My extra. Unsere Sprache stellt uns alle immer wieder vor Herausforderungen. Besonders aber Menschen mit Lernschwierigkeiten. Innerhalb von nur 2 Minuten sammeln diese 6 in Lübecks Innenstadt 25 für sie schwer verständliche Begriffe. Trave-Immo. Ja, ich fühle mich ausgegrenzt und versuche das so schnell wie möglich irgendwie zu klären, denn. Und das ist halt in meiner Situation nicht ratsam. Da wäre ja schon angenehmer, das auch in verständlicher Sprache zu haben, damit man das auch sofort versteht, was das Amt oder die Behörde von einem möchte. Das wollen sie ändern. Im Büro für leichte Sprache in Lübeck bei der Vorwerker Diakonie. Hier sprechen und schreiben sie Klartext. 2 Heilerzieherinnen und lernbeeinträchtigte Menschen. Zunächst lesen sie einzeln die Texte und suchen die Stellen, die sie nicht verstehen. Mit dem Beispiel, dass man Arbeitslohn 300 Euro. Und ja. Wie findet ihr das? Also ist das leicht zu erkennen? Heute geht es um eine Gesetzesänderung, die behinderte Menschen betrifft. Man sollte schon ein bisschen weniger nehmen. Bundesteilhabegesetz beispielsweise, das ist für ganz viele ein Fremdwort, weil das nicht im alltäglichen Sprachgebrauch einfach so häufig vorkommt. Diese Rechenbeispiele sind beispielsweise, es wird von 26 Euro auf 52 Euro erhöht. Das ist einfach relativ schwer für Menschen mit einer geistigen Behinderung bzw. psychischen Beeinträchtigung zu verstehen. Ein Vereinfachungsbeispiel von komplizierter in leichte Sprache. Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderung zusätzlich zu den Vergütungen nach § 58 Absatz 3 SGB 9 ein Arbeitsförderungsgeld. Vereinfacht heißt das, seit 2017 bekommt jeder Werkstattmitarbeiter mehr Geld. Das Geld bekommt man zum Arbeitslohn dazu. Das Geld heißt Arbeitsförderungsgeld. Jeder Werkstattmitarbeiter bekommt jetzt 52 Euro Arbeitsförderungsgeld. Und zwar haben nach dem Vereinfachen überprüfen dann 3 Menschen mit Lernschwierigkeiten diesen Text. Ist er verständlich? 351. Genau, sehr gut. So rum. Euro verdient wird das Arbeitsförderungsgeld weniger. Wir müssen immer noch mal nachhaken, weil dieses ja, ich habe es verstanden, das kommt einfach ganz leicht. Es ist unheimlich schwierig zu sagen, nein, ich verstehe das nicht, ich brauche Hilfe. Und da ermutigen wir die Prüfer noch mal konkreter zu sagen, was sie nicht verstehen. Bisher bearbeiten sie nur Texte, die für sie in der Vorwerker Diakonie wichtig sind, damit alle hier verstehen, worum es geht. Ihr Ziel ist es, dass Behörden und Verwaltungen immer auch in leichter Sprache schreiben. Damit mehr Menschen lesen, aber vor allem auch verstehen können.